Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit der lieben Emma. Genau, ich wollte sie ausziehen, baden und dann frische Sachen anziehen. Ja, viel Spaß dabei. Das Licht ist einigermaßen gut und ihr könnt mich auch gut verstehen. So, ich ziehe sie jetzt erstmal aus. Genau. Fragt euch bestimmt, wieso ich immer wieder Badevideos mache. Aber das ist eigentlich ganz einfach. Sie in meinem Gesicht ist sie immer so schnell so schnaubig. Und das geht nur mit Wasser weg. Oder Wasser ist die einfachste Lösung. Ich werde jetzt auch direkt das Wasser anmachen. Raus. Schal aus. Auch runter. Genau, hier direkt. Ist viel zu groß. Ich habe für nachher eine kleinere Windel. Genau, und dann das Badetuch. Aber jetzt werde ich euch erstmal anders positionieren und weiter geht's. Das Wasser ist soweit warm. Werden wir sie jetzt mal ein bisschen abwaschen. Och, na, flutscht fast raus.
So, sind wir soweit. Und dann darfst du wieder rüber. Im Moment, da ist noch ein kleines Härchen. Ausdrücken. Dann werde ich sie gleich mal abtrocknen. So, wir wären soweit abgetrocknet. Sie bekommt jetzt erst eine neue Windel. Ich habe jetzt extra eine große 0 rausgesucht, weil ich finde, die passen am besten. Ja, seht ihr, die von Pampers Größe 0. Genau. Die bekommt sie jetzt an. Oder gibt's auch noch ein wenig. Ah ja, genau, was ich noch sagen wollte. Ich freue mich immer riesig über eure Kommentare, dass ihr meine Videos so gerne schaut. Da freue ich mich wirklich, wirklich riesig. Ich lese mir auch wirklich jeden durch. Weil es die auch Gott sei Dank immer anzeigt, wäre sonst wäre das voll schwierig. Wenn ich jedes Video nur aufmalen müsste, dann gucken müsste, ob ein neuer Kommentar da wäre. Aber so fällt mir das voll einfach und ich lese die dann auch alle, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man das so drunter schreibt, ne? Da wollte ich mich wirklich mal bei euch bedanken. So. Sie bekommt jetzt diesen H&M Body an. Diese 56, so ein Nickel Body. Ach, das ist ja der passende zu dem Mützchen, das wir anhaben. Ist das witzig. Das habe ich gar nicht beim Aussuchen bemerkt. So. Mal ganz vorsichtig machen hier. So. Zack. Hier habe ich schon mal ganz hin. Habe ich mittlerweile richtig gern. So. Und aktuell auch die Pia gerade voll im. Sie sitzt jetzt gerade immer wieder irgendwo. Na, nee. Genau. Schaut mir zu, was ich tue. Du bekommst was zu spielen. Das sieht so schön aus, wenn sie mit den Spielsachen da sitzt. Genau. Sie bekommt jetzt diesen Strampler an. Größe 62 ist der, aber wenn das Größe 62 ist, dann bin ich 3 Meter. Entschuldigung, aber schaut mal bitte. Der geht, ist ihr exakt, also passt ihren Füßchen exakt und ich finde, sie hat relativ, sie ist relativ klein. Wie viele Zentimeter hat sie jetzt noch? Ich glaube, sie hat nicht ganz 50. Sie bekommt auch noch, ihr seht, glaube ich, ihre Füßchen gar nicht, aber sie bekommt noch so Socken an.
ich das hier so einfach hinbekomme. Weil es ist immer ein bisschen geschickter, lang am Ansatz. Aber das geht ja perfekt. Weil es ist doch ein anderes, wenn ich Pia anziehe, Elias anziehe. Es ist doch einfach sehr weich. So auch gerne nach Münster gehen, aber das geht leider nicht. Das ist zu weit weg und funktioniert dann einfach nicht zeitlich. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. So sieht die kleine Maus jetzt aus. Wie sieht sie voll eingeknuddelt aus? Voll süß. Schauen wir mal, wie die Schnuppel. Nuki. Ich habe hier noch einen anderen Nulli. Ich glaube, sie bekommt heute mal diesen hier, ne? Genau, Leidenschaft kann ich da eben nicht hinkommen. Aber wir werden definitiv nach Eschwege gehen. Und vielleicht. Also meine Sammlung ist nicht komplett. Aber es also noch ein. Noch für meine komplette Sammlung fehlt noch eins. Und vielleicht finde ich das ja dieses Mal noch dort. Genau. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!